Yüksel aus Frankfurt, ich bin gerade am Frankfurter Flughafen. Ich habe mal geguckt, wie die Sicherheitsmaßnahmen im Frankfurter Flughafen sind für gegen das Coronavirus, gegen Flieger, die aus China herkommen. Gegenmaßnahmen für das Coronavirus sind heißen, es gibt gar keine Gegenmaßnahmen. Also das heißt, es gibt auch keinen Sicherheitscheck. Alle, die am Flieger aus China herkamen, die Menschen wurden einmal durchgewunken, ohne Fiebermessung, ohne jegliche Kontrolle, gar nichts. So. Das heißt, die ganzen Chinesen, die hier rauskamen, die waren alle natürlich voll bestückt mit Atemmasken, mit Sagotan. Die kommen hier, man sieht die Ängste der Menschen hier in Verzweiflung ins Gesicht, sieht man das. Und dann die Leute, die hier sind, die Bürger, die lachen die aus, die lächeln die. Ja, was ist das? Wieso läuft der da rum? Das ist noch in Deutschland gibt es doch kein Coronavirus. So. In der Zeit, wo unsere Politiker sich mit Thüringen befassen, wo unser Gesundheitsminister sich befasst und sich mit Federn schmückt, der erste schwule Bundeskanzler Deutschlands zu sein, haben wir eine Gefahr, sind wir eine Gefahr ausgesetzt, die schlimmer ist, alles was kommt, denn es ist eine Epidemie, für mich ist es vergleichbar wie die Pest, das heißt, es gibt kein Heilmittel für das Coronavirus, es gibt kein Heilmittel. In China ist da gerade, also ihr wisst gar nicht, was in China gerade los ist, weil die Bilder nicht herkommen, da ist Ausnahmezustand. Alle Chinesen, die Geld haben, die reichen Millionäre, die fliegen hierher, sind in Sicherheit für sie. So. Aber ich kann nicht sehen, dass in Deutschland über das Virus gespottet wird, gelächelt wird. Ja, überall sterben Menschen. Nein, dieser Virus, der jetzt auf dem Markt ist, der wird uns alle einholen. Das heißt, es ist eine Krankheit, die ganze Welt befallen wird, wie die Pest. Also Yüksel aus Frankfurt, ich kann nur sagen, Leute, passt auf euch auf, wascht euch die Hände, achtet drauf, mit wem ihr redet, wohin geht. Also ich zumindest für mich habe Angst für die Zukunft. Und da kommt auch was einiges zu, Yüksel aus Frankfurt. Die Politiker sollten wieder Realpolitik betreiben und nicht sich mit sich selbst befassen. Yüksel, das war's.